Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei einer neuen Folge der Sendung Hörbahn on Stage. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbahn und mein heutiger Gast ist Katayoun Amirpour. Sie ist Professorin für Iranistik an der Universität Köln. Es geht um ihr Buch Iran ohne Islam, der Aufstand gegen den Gottesstaat. Ich denke, wir dürfen gespannt sein, was uns die Autorin über den Iran, seinen derzeitigen Zustand und vor allem über die Rolle von Frauen und die derzeitigen Spannungen zwischen ihnen und dem herrschenden System erzählen wird. Wer ist der Mensch, Katayoun Amirpour? Wofür steht sie? Was sollten wir über die Konflikte im Iran wissen? All das hoffe ich, heute mit ihr besprechen zu können. Liebe Frau Amirpour, ich begrüße Sie ganz herzlich zur 164. Ausgabe Hörbahn on Stage. Ich freue mich sehr, dass Sie zu uns in die Sendung gekommen sind. Ich freue mich auch, Herr König. Was war das Verrückteste, das Sie je gemacht haben? Das Verrückteste, was ich je gemacht habe, war im Dschungel von Costa Rica von einem Baum zum anderen zu fliegen, wobei das noch einigermaßen in Ordnung war. Aber dann musste man irgendwann in die Tiefe springen, so etwas Ähnliches wie Bungee-Springen. Das hätte ich eigentlich nicht gemacht, aber da meine Tochter vorgesprungen war, musste ich irgendwie hinterher. Und ja, da habe ich mich etwas gewundert über meinen eigenen Mut. Und ist auch alles gut gegangen? Es ist alles gut gegangen, ja. Ja, es war dann auch schon ein interessantes Erlebnis, aber das fand ich einigermaßen verrückt und irgendwie, also nicht, weil es so herausfordernd war, sondern weil es so ein bisschen sinnlos war. Und ich mir dachte, mein Gott, warum machst du das denn jetzt? Kann ich verstehen. Ja, mal so. Ja, also es ist ganz erstaunlich. Viele Menschen, mit denen ich das Bild mal auch bespreche, haben solche Dinge auf Reisen oder in auch teilweise in Afrika oder Südamerika oder so gemacht, die sie sonst nie machen würden. Ich weiß nicht, neigt man vielleicht dazu, im Urlaub solche Dinge zu tun oder die Gefahr etwas weniger zu sehen? Was denken Sie? Ja, das ist gut möglich, weil jetzt, wo wir darüber reden, ich glaube, was noch verrückter war, war, dass ich irgendwann mal in Iran vor 5, 6 Jahren mir einen Fahrer genommen habe und der hat mir dann gesagt, ich kann ihm was ganz Wunderbares zeigen auf dieser Insel und dann müssen wir noch da und da und dahin fahren. Und als ich mit ihm im Auto saß, dachte ich mir, wie wahnsinnig bist du eigentlich, einem wildfremden Mann dich in diesem Auto anzuvertrauen? Es gibt keinen Handyempfang, niemand wird jemals wissen, wo du hier bist. Und wenn der jetzt einfach beschließt, dich die Klippen runterzustürzen, um an dein Bargeld zu kommen, dann wird das in den nächsten Wochen wahrscheinlich nicht mal irgendjemand herausfinden. Also da habe ich mir noch eher gedacht, wieso machst du denn das jetzt? Aber das war genau dann, wie Sie sagen, in so einer, wenn man auf Reisen ist, ich glaube, ich neige dann tatsächlich dazu, auch den Menschen mehr zu vertrauen, als ich das so in meinem normalen Umfeld tun würde. Speziell in Iran vielleicht aber auch, weil ich mir dann immer denke, die wollen eigentlich jemandem, der aus dem Westen kommt, die wollen mir bestimmt nichts Böses, die wollen mir tatsächlich nur irgendwas Schönes zeigen. Und es war dann tatsächlich auch wunderschön. Er hat mir einfach einen wunderbaren, gigantischen Blick von diesen Klippen herunter aufs Meer gezeigt. Mhm. War einfach wundervoll, ja. Ein Video mit einem älteren tanzenden Herrn geht in Iran viral, das wissen Sie ja. Und er selbst wurde, soviel ich weiß, in der Zwischenzeit auch schon verhaftet. Meine Frage, vielleicht völlig naiv, könnte das zu einer ähnlichen Welle führen wie der Tod der jungen Frau wegen des Kopftuchzwangs? Haben die Männer jetzt vielleicht einen Anlass, der mal nichts mit Frauen zu tun hat, auch für Kulturfreiheit zu kämpfen? Oder ist das eine völlig naive Sichtweise von mir? Nein, es ist nicht völlig naiv, aber ich glaube, dass es im Moment nicht dazu kommen kann, weil das Regime ja sehr stark mit Protesten und ähnlichen Bewegungen rechnet. Mhm. Und die Repression hat seit September vor vergangenen Jahres noch mal stark zugenommen. Das heißt, man schlägt noch schneller zu, als das in der Vergangenheit ohne dies der Fall war.
Und insofern, also wir haben ja zum Beispiel auch letztes Jahr am Jahrestag des Todes von Jina Mahsa Amini uns gefragt, was wird denn jetzt passieren? Kommt dann jetzt die nächste Erhebung, die nächste Welle? Aber das Regime rechnet natürlich im Moment sehr, sehr stark damit. Und deswegen gehen sie dann ganz schnell und ganz rigoros dagegen vor. Und im letzten Jahr gab es so viel an Repression und so viel an Einschüchterungsversuchen, dass die Menschen, glaube ich, vor solchen größeren Aktionen sehr zurückschrecken. Kleinere Aktionen gab es aber ja tatsächlich. Also was wir gesehen haben im Nachklapp zu diesem Video des Herrn aus Rasht war, dass Menschen in den verschiedensten Landesteilen sich einfach mitten auf der Straße oder auch im Fußballstadion zusammengefunden haben und den Tanz nachgemacht haben, den er da getanzt hat. Und das wurde dadurch dann quasi noch ein bisschen regimekritischer, denn in dem Falle war es ja nun ein Mann und in den darauffolgenden Solidaritätsbekundungen waren es vielfach auch Frauen und für Frauen tanzen auf den Straßen noch mal gefährlicher als das für Männer ist. Aber das waren dann die ganzen Folgevideos, die viral gegangen sind im Anschluss an den Tanz. Verstehe. Das habe ich gar nicht gewusst, dass da auch Frauen dann dazugekommen sind. Dass ich dachte, ich habe halt nur gedacht, es ist ja vielleicht immer für Männer im Iran insbesondere, aber auch in anderen muslimischen Ländern immer so eine Sache, sich mit Frauen dann solidarisch zu erklären. Aber wenn sie jetzt selbst betroffen sind, das war so meine Überlegung, dass sie etwas haben, wofür sie für sich selber sagen können, ich bin jetzt dagegen, ohne sich sofort zu solidarisieren. Oder ist das Nein, aber ich irgendwie... glaube, da ist die Prämisse falsch, denn die Männer haben sich ja von Anfang an auch mit dieser, in Anführungszeichen, Frauenbewegung ganz stark solidarisiert. Das war ja natürlich, es war eine Frau, durch die das Ganze ins Rollen gekommen ist. Ja. Männer sind ja schon in den ersten Tagen und Stunden solidarisch mit den Frauen auf die Straßen gegangen. Also insofern war das keine reine Sache, die nur von Frauen ausging, sondern es ging von Anfang an, wurde ganz klar gemacht von allen, die auf die Straßen gegangen sind. Wir gehen zum einen natürlich auf die Straße, weil es ganz konkret um den Tod einer jungen Frau geht, und zwar einer Frau, die auf absolut ungerechte Art und Weise ums Leben gekommen ist. Aber wir stellen damit klar, indem wir auch als Männer auf die Straßen gehen, dass wir uns solidarisieren, weil das, was der Jina Mahsa Amini passiert ist, das hätte wirklich jeder Frau im Iran passieren können. Das hätte meiner Mutter, meiner Schwester, meiner Tante, meiner Tochter passieren können. Also das war so der erste Impuls von vielen Männern, die dann gleich mitgegangen sind auf die Straße. Und der zweite Impuls, warum dann diese Bewegung auch so stark geworden ist, war, dass man gesagt hat, wir protestieren hier ja nicht nur in Anführungszeichen gegen ein Kopftuch und dagegen, dass eine Frau wegen des nicht korrekten Tragens eines Kopftuches zu Tode gekommen ist, sondern wir protestieren gegen das, wofür dieses Kopftuch steht, nämlich die Verweigerung des Rechts auf Selbstbestimmung. Und diese Selbstbestimmung betrifft eigentlich jeden und alle im Iran. Also in dem Fall von Frauen ist es die Verweigerung des Rechts, sich so zu kleiden, wie man das gerne machen möchte. Aber es betrifft natürlich dann auch den männlichen Teil der Bevölkerung, wenn es zum Beispiel um das Selbstbestimmungsrecht geht, dass man seine Muttersprache in der Schule lernen darf. 50% aller im Iran lebenden Menschen sind nicht von zu Hause aus persische Muttersprachler. Sie sprechen Arabisch, Kurdisch, Azeri, Turkmenisch, Balutschi. Und diese Sprachen dürfen sie aber nicht in der Schule lernen. Also da wird ihnen das Recht auf Selbstbestimmung verweigert. Oder es wird ihnen das Recht verweigert, ihre sexuelle Orientierung offen leben zu dürfen. Oder als religiöse und konfessionelle Minderheit in Iran ihre Religion wirklich gleichberechtigt leben zu dürfen. Also insofern gab es ganz schnell Andockpunkte und eine große Solidarität aller Bevölkerungsschichten und aller Bevölkerungsteile. Also das meine ich mit die Prämisse ist falsch. Die Ja, Solidarität verstehe. der Männer war sowieso von Anfang an gegeben. Ah, das war mir so nicht deutlich geworden, aber dann verstehe ich das natürlich besser, ja. Sie studierten Islamwissenschaft und Politologie in Bonn und Theologie in Teheran.
Das hätte ich nun nicht erwartet, dass Sie Theologie in Teheran studieren. Wie kam es denn dazu? Also es ist naja, ich habe Islamwissenschaften studiert. Zum einen, weil ich immer schon sehr gerne Sprachen gelernt habe. Und dann war es irgendwann naheliegend, mich mal mit den Sprachen zu beschäftigen aus dem Kulturraum, aus dem mein Vater kam und die ich als Kind nicht gelernt hatte. Deswegen kam ich auf die Idee, Arabisch, Persisch und Türkisch zu studieren. Und der Hintergrund für die Islamwissenschaft war aber zudem, dass ich mich sehr für Politik immer schon interessiert habe. Und man kann Iran und iranische Politik nur verstehen, wenn man Islam versteht. Beziehungsweise, wie Islam in Iran interpretiert wird, wie er instrumentalisiert wird, wie er von den Machthabern benutzt wird. Und das hat natürlich eine sehr stark theologische Komponente. Und die kann man dann wiederum, da es sich hier um schiitischen Islam handelt, am besten in Teheran studieren. Also wenn man hier Islamwissenschaft macht in Deutschland, das hat sich inzwischen ein bisschen geändert, aber zu meiner Zeit war das noch stärker so, dann ist das vor allem ein sehr stark sunnitisch geprägter Islam, den man lernt. Mhm. Mit dem versteht man aber Politik in Iran nicht. Und deswegen musste es dann die schiitische Theologie in Teheran sein, mit der ich mich stärker befasst habe. Also es war weniger ein religiöses Interesse, sondern tatsächlich eher ein politikwissenschaftliches Interesse, dass ich nachvollziehen wollte, mit welchen Begründungen, mit welchen Argumentationen ist überhaupt dieses Staatssystem in Iran denkbar. Und das ist nun mal eine schiitisch-theologische Begründung und Argumentation. Ja, jetzt verstehe ich das deutlich besser und das kann ich auch gut nachvollziehen. Sie haben ja nun doch schon einige Bücher veröffentlicht und da würde ich ganz gern von Ihnen wissen, welches für Sie ja persönlich auch das Wichtigste war davon. Welches hat ja irgendwie die größte Bedeutung für Sie? Nun, das kommt darauf an, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Dieses letzte Buch Iran ohne Islam, da geht es ja im Prinzip nur in der Einleitung um das, was wirklich ganz aktuell passiert ist seit dem 16. September 2022. Ansonsten geht es ja in den Kapiteln um die 30 Jahre, die ich Iran inzwischen bereist habe. Und das eben auch mit längeren Studienaufenthalten dort. Also ich versuche in diesen Kapiteln so ein bisschen zu erklären, wie es eigentlich zu diesem Aufstand vom September 2022 gekommen ist. Und ich finde, das erklärt sich eigentlich ganz gut, indem man beschreibt, was in Iran, seit ich im Iran bereise, passiert ist. Mhm. Und dadurch hat das deutlich auch persönliche Komponenten, dieses Buch. Ich beschreibe da auch häufig, wie ich die Person XYZ getroffen habe, den Reformer so und so, der versucht hat, was durchzusetzen im theologischen Bereich in Iran, im politischen Bereich in Iran und wieso diese Reformen gescheitert sind. Wieso ich es nach wie vor für eine sehr gute theologische Idee halte, aber wieso es sich politisch nicht umsetzen ließ. Und das führt dann eben, wenn man so sagen möchte, in der längerfristigen Perspektive dazu, warum die Menschen heute in Iran sagen, Reformen sind eben überhaupt gar nicht möglich, weil man das zwar theologisch argumentieren kann, also man kann gut argumentieren, warum Islam und Demokratie durchaus vereinbar sind. Das kann man aus den Schriften herleiten, man kann das aus der islamischen Rechtswissenschaft herleiten. Aber es ist eben nicht möglich, das in praktische Politik umzusetzen in Iran. Und dementsprechend, und da schließt sich dann wieder der Kreis ein bisschen, kommt eine Gesellschaft dazu, heute in Iran zu sagen, wir wollen eine Komplettabschaffung dieses Systems. Und das hat natürlich einfach sehr viel auch mit meiner persönlichen Beobachtung, der persönlichen Involviertheit zu tun. Und es ist insofern wirklich einfach eine Betrachtung von meinen 30 Jahren Iran. Andere Bücher sind dagegen deutlich wissenschaftlicher. Die Khomeini-Biografie, die ich davor veröffentlicht habe, die ist deutlich wissenschaftlicher. Das hat mit mir persönlich nichts zu tun. Da beziehe ich mich im Grunde genommen auch hauptsächlich auf Texte. Also da geht es um die Schriften von Ayatollah Khomeini, um die Rezeption dieser Schriften, um die Umsetzung in Politik von seinen Ideen.
Also insofern bin ich da persönlich nicht besonders drin in diesem. Dann kann ich gar nicht sagen, welches mir das Wichtigste wäre. Wissenschaftlich wertvoller ist sicherlich die Khomeini-Biografie, aber ich glaube, mehr am Herzen liegt mir das letzte Buch. Verstehe. Ich beschreibe ja da zum Beispiel auch persönliche Begegnungen, wie diese Menschen auf mich gewirkt haben. Ich habe Shirin Ebadi, die Friedensnobelpreisträgerin, ein paar Mal getroffen und das war für mich sehr, sehr eindrücklich. Und ich dachte, um dann zu erklären, wie wichtig diese Person ist, ist es für einen westlichen Leser vielleicht auch ganz schön zu lesen, zu hören, wie ich sie wahrgenommen habe. Also wie diese Begegnung war, wie das alles ablief. Und sowas gehört natürlich in eine wissenschaftspolitische Biografie, wie ich sie dann über Ayatollah Khomeini geschrieben habe, auch gar nicht rein, finde ich. Na, ist klar, ja. Ist das denn nicht ein gewisses Wagnis, wenn Sie doch solche Bücher schreiben, wie Sie geschrieben haben und wie das jetzige ist, in den Iran zu reisen? Also nach den beiden letzten Büchern und in der gegenwärtigen Situation würde ich jetzt mich auch gar nicht trauen, nach Iran zu reisen. Also die beiden Bücher sind schon ziemlich explizit. Außerdem habe ich einen iranischen Pass. Also ich bin Doppelstaatlerin und es gibt eine offizielle Reisewarnung des Auswärtigen Amtes, dass Doppelstaatler sich doch bitte nicht nach Iran begeben mögen im Moment, weil Iran ja eine Geiseldiplomatie macht. Also wir sind als Doppelstaatler doppelt gefährdet, weil wir, sobald wir in Iran sind, nur rein der iranischen Rechtsprechung unterliegen. Das heißt, die deutschen Behörden können überhaupt nichts machen, wenn uns da jemand den Pass wegnimmt, nicht ausreisen lässt, inhaftiert. Da sind wir dann wirklich ja, ziemlich ausgeliefert. Und da diese beiden Bücher ja auch sehr kritisch sind, würde ich das im Moment nee, mir selber nicht empfehlen. Ja, allein schon wegen des Titels des neuen Buchs, das wir heute besprechen, zumal es ohne Fragezeichen geschrieben ist auf dem Titel, dachte ich mir sofort, das ist sicherlich gefährlich. Also Ja, das schlimm, höre ich, schlimm denke ich genug wohl ist auch. es ja. Ja, ne, also insofern kann ich mir das gut nachvollziehen. Sie haben ja relativ am Anfang des Buches darüber geschrieben, über Zensur, über die Literatur im Iran. Vielleicht können Sie unseren Zuhörern ein bisschen was darüber erzählen, was Sie damit sagen wollten. Also ich erinnere mich immer gerne an einen der ersten Artikel, die ich geschrieben habe für die Süddeutsche Zeitung, glaube ich, damals war es. Damals habe ich der Süddeutschen vorgeschlagen, dass ich einen Artikel schreibe über einen Protestbrief von 134 Schriftstellern, die protestiert haben gegen die Auspeitschung. Also die angedrohte Auspeitschung des Herausgebers einer Literaturzeitschrift. Und als ich den Schreiber am Telefon hatte, sagte er zu mir, wie so viele Schriftsteller gibt es im Iran? Es gibt 134 Schriftsteller im Iran. Und ganz erstaunt gesagt, wie bitte, ist das Ihr Ernst? Also 134 haben den Brief unterschrieben. Es gibt jede Menge Schriftsteller im Iran. Und es wurde mir dadurch einfach sehr schnell klar, dass, das war damals in den 90er Jahren, also ist auch schon eine Weile her, vielleicht hat sich geändert in der deutschen Wahrnehmung inzwischen. Aber dieser Redakteur nahm Iran als eine intellektuelle Wüste wahr. Und es Das ist ja richtig, es gibt Zensur und es gibt Repression in Iran. Das war in den Anfang der 90er Jahre nicht anders als jetzt. Aber es ist trotzdem unglaublich viel möglich auf der einen Seite, weil die Menschen sich Nischen suchen. Und es gibt vor allem sehr, sehr viel ja, Lust zu schreiben und die Leute haben genug Wut, um zu schreiben und es gibt da einfach sehr viel an Power, um sich zu äußern. Und bei der Buchzensur ist es immer ein bisschen komplizierter als zum Beispiel in Literaturzeitschriften. Bei der Buchzensur läuft das so ab, dass man sich wirklich eine Druckgenehmigung holen muss für ein Buch. Und dass der Zensor dann da sitzt und bestimmte Schlüsselbegriffe rausstreicht aus den Büchern, das ist zum Teil auch relativ willkürlich. Also manche Begriffe, da versteht man es gar nicht. Und dann ändert sich das auch wieder ab und an mal. Ein Begriff wie Busen beispielsweise darf in einem iranischen Roman nicht vorkommen. Dann wiederum gibt es aber Zensoren, die lassen dann nach der zweiten oder dritten Lesung ein Buch durchgehen, wo man sich die Augen reibt und sich denkt, das kann doch nicht wahr sein, dass das jetzt tatsächlich erscheinen darf im Iran.
Das gilt ganz stark für Übersetzungen. Da habe ich mich immer wahnsinnig drüber gewundert. Zum Beispiel Hannah Arendt, die Bücher über Totalitarismus. Da habe ich mich immer gefragt, wie kommt ein Staat auf die Idee, sowas in Übersetzung veröffentlichen zu lassen? Das wundert mich jetzt auch. Also muss ich ehrlich welcher gestehen. Welcher Zensor hat denn da gepennt? Oder ja. Karl Popper, die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Jeder, der das liest, weiß, tatsächlich, dass Popper vielleicht tatsächlich über Iran geschrieben hat. Aber solche Sachen gibt es in Iran. Also da ist immer unglaublich viel möglich gewesen. Und dementsprechend gibt es eben auch eine sehr, sehr rege Diskussion und Reflexion über all diese Themen. Und in Literaturzeitschriften war es dann tatsächlich noch einfacher, weil die nicht der Zensur unterliegen vorher. Die Literaturzeitschriften werden dann gedruckt und wenn die Behörden mitbekommen, dass da irgendwas Verfängliches, aus ihrer Sicht Verfängliches drinsteht, dann wird die Ausgabe danach eingesammelt und eingestampft. Aber dann waren sie schon mal 2 Tage am Kiosk und die meisten Menschen haben die Literaturzeitschriften gekauft. Und dementsprechend gab es besonders viel literarische Produktion in solchen Literaturzeitschriften. Was dann eben passieren konnte, das war damals der Fall von Abbas Marufi, also den ich eben angesprochen habe mit den 124 Schriftstellern. Da musste sich der zuständige Redakteur verantworten vor der Behörde und wurde in dem Fall eben zu Peitschenhieben verurteilt, was dann auch längerfristig dazu führte, dass Abbas Marufi nach Deutschland ausgewandert ist, wo er vor 3, 4 Jahren gestorben ist. Also so, das sind eben die beiden Seiten oder das System, das sie in Iran haben. Sie haben auf der einen Seite sehr, sehr viele Menschen, die es immer wieder versuchen gegen die größten Widerstände. Und sie haben dieses repressive Regime, das da immer wieder Steine in den Weg legt. Aber die Menschen versuchen ihr Bestes, diese Steine aus dem Weg zu räumen oder über diese Steine drüber zu springen und es dann einfach trotzdem zu machen. Also was man eben gar nicht hat, ist eine depressive Gesellschaft, die sagt, wir können ja hier eh nichts machen. Das fand ich das ist das wahnsinnig Interessante in Iran immer schon gewesen, dass sich die Leute immer noch weiter aufbäumen. Und selbst zu Zeiten, wo ich dann gedacht hätte, mein Gott, also jetzt nach 8 Jahren Präsidentschaft Ahmadinejad, es kann doch gar nicht sein, dass die Leute überhaupt noch irgendwas versuchen. Und sei es, dass sie zur Wahl gehen und den etwas weniger schlechten Kandidaten wählen. Aber auch das ist dann immer noch passiert, dass die Leute immer noch genug Energie und Kraft hatten und Willen hatten und sagten, wir nutzen die uns gegebenen beschränkten Möglichkeiten und versuchen immer noch was zu verändern. Mhm. Und ich finde das auch sehr beachtlich auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es ein gigantischer Kontrast zu dem, was wir in unserer Gesellschaft haben, nämlich genau das Gegenteil. Wir könnten und wir machen nicht mehr. Und ganz viele von uns gehen nicht mehr zur Wahl oder was auch immer. Und das ist eben für mich bei solchen Ländern oder solchen Situationen, wie Sie sie gerade beschrieben haben, das letztendlich sehr beachtlich und ich bewundere das auch sehr. Aber ich glaube, die Repression oder der Druck, der von oben kommt, der muss einfach unterlaufen werden. Die Menschen sind, glaube ich, so. Ja, die Menschen sind das so und das ist tatsächlich, weil Sie es gerade ansprechen, das ist etwas, was ich in Iran auch häufig gefragt wurde, dass man immer sagte, wieso wisst ihr das in Deutschland eigentlich nicht zu schätzen? Die kriegen mit, die sind ja deutlich besser in Iran über uns informiert, als wir über Iran. Und wenn sie lesen, so und so Wahlbeteiligung und dass die dann sagen die, das verstehen wir einfach nicht. Wie könnt ihr das nicht schätzen, was ihr da habt? Das ist wirklich eine sehr häufig gestellte Frage. Und sie haben natürlich völlig recht, dass gerade diese immense Repression oder dieser sehr schlechte politische Status, in dem man sich dort befindet, auch sehr viel Energien freisetzt. Um ein Beispiel zu nennen, man reibt sich immer verwundert die Augen, wenn ich sage, islamischer Feminismus ist in Iran entstanden. Dann kommt sofort die Frage, wie kann das denn sein? Also die eine Frage ist natürlich, gehen Islam und Feminismus überhaupt zusammen? Da kann man sagen, natürlich. Also man kann Islam auch durchaus feministisch interpretieren und mit sehr viel emanzipatorischem Potenzial. Aber man fragt sich natürlich dann schon immer, wieso denn jetzt gerade in Iran? Und die Antwort ist eigentlich logisch, dass gerade weil Frauen so unterdrückt sind in Iran, wie sie es sind, rechtlich gesehen eben vor allem, es herrscht Gender-Apartheid in Iran,
Frauen sind durch das Rechtssystem massiv benachteiligt. Sie können sich nur unter schwierigsten Bedingungen scheiden lassen. Wenn sie es schaffen, bekommen sie kaum das Sorgerecht für die Kinder. Das Zeugnis einer Frau zählt vor Gericht nur halb so viel wie das eines Mannes. Das Heiratsalter liegt bei 13 Jahren in Iran. Das heißt, in einer solchen Gesellschaft, in der dann aber andererseits Frauen 65% aller Studierenden an den Universitäten stellen, haben sie natürlich einen hohen Bildungsgrad, eine intellektuelle Schicht, die sich sagt, warum soll ich mir das denn bitte gefallen lassen? Also welcher Schöpfer soll denn hingegangen sein und mir als intelligenter Frau mit 2 Universitätsabschlüssen, wer soll mir denn gesagt haben, dass wenn ich einen Autounfall beobachte, dann zählt mein Zeugnis dieses Autounfalls nur halb so viel wie das eines Mannes. Und das hat eben immens viel Wut auf der einen Seite freigesetzt, aber auch immens viel Energie, um dagegen anzugehen. Und dann ist man hingegangen und hat das sowohl politisch gemacht, aber man hat es eben tatsächlich auch theologisch gemacht, indem man sich gefragt hat, ist das wirklich aus den islamischen Quellen herleitbar, dass ich quasi als weibliches Geschöpf nur halb so viel rechtlich gelte wie ein Mann. Und wenn Frauen sich den Koran dann selber schnappen und selber anfangen zu interpretieren, dann kommen da wenig erstaunlicherweise ganz andere Dinge raus, als wenn nur Männer den Koran interpretieren. Mhm. Es ist sofort, für uns ist das sofort nachvollziehbar. Aber es ist, diese Frauen, die haben wirklich Grund, upset zu sein, ja, also und zu sagen, sie haben etwas, wogegen sie wirklich protestieren oder arbeiten müssen. Und nicht mehr Dinge nice to have, sondern das sind ja richtig fundamentale Einschränkungen, die Sie gerade beschrieben haben. Und natürlich kann ich mir gut vorstellen, dass es dort nicht so mit großen Plakaten sofort vorweg Feminismus gibt, sondern mit jedem Einzelnen, jede einzelne Frau wird, nicht jede individuelle, aber im Prinzip ist doch jede dabei, sagen, das betrifft mich, ich darf das und das nicht oder ich werde nicht ernst genommen. Also nachvollziehen kann ich das, was Sie sagen, sofort. Ja, es hat tatsächlich ein bisschen gedauert, bis die Frauen sich bewusst wurden, dass ihre Probleme nicht einfach nur individuelle Probleme sind, sondern dass es Probleme sind, die die ganze Gesellschaft betreffen. Und vor allem hat es etwas länger gedauert, bis die Männer kapiert haben, dafür entschuldigen sie sich inzwischen übrigens, aber es hat wirklich ein bisschen länger gedauert, bis sie kapiert haben, dass in dieser Missachtung von Frauenrechten das große Ganze steckt. Und dass ich für so eine große Utopie der Demokratie kämpfen kann und sagen, ja, das mit den Frauenrechten, das regelt sich dann irgendwann von selbst oder das regeln wir später. Sondern dass genau dieses Einstehen für Frauenrechte der Schritt ist, der dann letztlich zu einer größeren Veränderung führen könnte. Und diese Solidarität von Männern mit Frauen ist tatsächlich ein neues Phänomen. Das hat man so vor 25 oder 20 oder 15 Jahren noch gar nicht gesehen. Aber da sehe ich inzwischen eine sehr starke Verschiebung auch im intellektuellen Diskurs und nicht nur in dem, was die Männer in Solidarität auf der Straße machen mit. Mhm. Ja, verstehe. Vielleicht noch etwas, was gerade aktuell läuft und was mich einfach auch interessiert, wie da die Auswirkungen sind. Wie wirkt sich jetzt der Gaza-Krieg gerade auf die Situation im Iran aus? Da haben Sie doch sicherlich auch Informationen dazu. Nun ja, auf die verschiedensten Arten und Weisen. Lassen Sie mich Ihnen eine Geschichte erzählen. Iran ist ja nun der Staat, der die Hamas finanziell am stärksten unterstützt, mit 30 Millionen Euro im Monat und das schon seit Jahren und Jahrzehnten, eben um die sogenannte Achse des Widerstands aufrechtzuerhalten und Israel zu bekämpfen. Und nach dem Anschlag vom 8. Oktober gab es natürlich eine martialische Rhetorik von den iranischen Rednerpulten. Aber die Leute auf der Straße haben sich im Kleinen, weil sie können es nur im Kleinen, sie können natürlich keine Pro-Israel-Demonstrationen abhalten in Iran. Das ist da gar nicht möglich. Wir reden schließlich über das Land, in dem eine makabre Restzeituhr aufgestellt ist, auf dem zentralen Palästinaplatz in Teheran, wo quasi die Zeit runtergezählt wird, die der Staat Israel noch
noch zum Leben hat. Tatsächlich, also das wusste ich nicht. Ja, die gibt es in Teheran. Aha. Und insofern gab es dann ganz, ganz, ganz viele anti-israelische offizielle Demonstrationen. Und ein Phänomen, was es in Iran gibt, ist, dass vor allen Seminargebäuden an allen Universitäten haben sie eine israelische Flagge als Fußabtreter. Das heißt, wenn sie dieses Gebäude betreten wollen und sich die Schuhe sauber machen wollen, dann treten sie quasi, dann machen sich die Füße an der israelischen Flagge sauber. Und es gab in den sozialen Medien nach dem 7. Oktober sehr, sehr viele Videos, wo junge Leute über die Flagge drüber gesprungen sind. Oder umlaufen haben, um eben nicht mehr sich ihre Füße abtreten zu müssen an der israelischen Flagge. Und es gibt eben schon seit vielen, vielen Jahren einen Slogan, der quasi in jeder regimekritischen Demonstration gerufen wird. Und das eben nicht erst seit 2022, sondern tatsächlich schon seit 2009. Der da lautet, weder Gaza noch Libanon, mein Herz gehört Iran. Und damit soll gesagt werden, was haben wir eigentlich da zu suchen? Was hat der Staat Iran da zu suchen, dass er 30 Millionen im Monat die Hamas unterstützt in ihrem Kampf gegen Israel? Oder warum finanzieren wir die Hisbollah im Libanon in ihrem Kampf gegen Israel? Wir sind Iraner und wollen, dass dieses, eben unter anderem auch, dass dieses Geld im Land bleibt. Wir haben mit dieser ganzen Sache nichts zu tun. Und euer Kampf, euer staatlicher Kampf gegen Israel ist nicht unser Kampf. Also das wird seit 2009 gesagt und das wurde ganz speziell auch sehr, sehr affirmativ gesagt seit dem 7. Oktober. Also sogar so weit gehen, dass in Editorials in iranischen staatlichen Zeitungen beschrieben wurde, dass die iranische Bevölkerung, sollte denn die Regierung die Absicht haben, in diesen Krieg einzutreten, dass die iranische Bevölkerung diesen Krieg nicht mittragen würde. Mhm. Und dass Iran sich in der Tat ja sehr zurückhält seit dem 7. Oktober und offiziell auch immer sagt, dass es wir werden in diesen Kampf nicht eintreten. Bisher sagen sie das zumindest. Das liegt daran, dass sie erkannt haben, dass sie einen solchen Krieg der iranischen Bevölkerung nicht verkaufen könnten. Mhm. Und es ist nun, also es ist eine Mischung aus, wir sind genau deswegen nicht für den Kampf, weil wir gegen euch sind, also sprich gegen die Regierung sind. Aber es hat, glaube ich, auch stark damit zu tun, dass wir unter der iranischen Bevölkerung eine deutlich pro-israelischer Haltung haben, nicht durchgängig natürlich. Und natürlich hat man in einem islamischen Land sehr viel Mitgefühl mit dem Leiden der Zivilbevölkerung in Gaza. Aber sie haben eine vergleichbar größere Sympathie gegenüber Israel als in vielen anderen islamischen Ländern im Moment. Insofern ist da die Sichtweise, die Politik doch noch eine ganz andere. Was natürlich in Iran, das war in den ersten Tagen nach dem 7. Oktober so, da haben mir Menschen, die aus Iran erzählt, dass sie wirklich eine Zeit lang große Angst hatten, dass Iran in diesen Krieg eintreten würde. Das ist inzwischen so ein bisschen verflogen, aber in den letzten Tagen dann doch auch wieder stärker geworden, weil man einfach Sorge hat, dass es letztlich, wenn sich das ausweitet, zu einem Krieg zwischen Iran, Israel bzw. Iran, Israel, USA kommen könnte. Das ist die Sorge, die die Menschen umtreibt. Mhm, verstehe ich, ja. Und die wahrscheinlich im Augenblick etwas wichtiger ist oder etwas größer erscheint als das, was in Gang gekommen ist nach dem Tod der jungen Frau, die letztendlich dann zu den großen Protesten geführt haben, oder? Oder ist das nur die Repression jetzt durch die Polizei oder wer immer dort die Gewalt ausübt? Ich würde sagen, es ist eher die Repression, denn dass es weniger Proteste und Demonstrationen auf den Straßen in Iran gibt, das haben wir ja schon vor dem 7. Oktober gesehen. Auch sehr nachvollziehbar. Es sind Hunderte von jungen Menschen, Tausende von jungen Menschen inhaftiert worden. Es sind obskure Todesurteile ausgesprochen und ausgeführt worden und dass die Menschen Angst haben, sich zu Demonstrationen zu versammeln, ist ja
vollkommen, vollkommen nachvollziehbar. Was man allerdings immer noch sieht, sehr stark in Iran, sind Formen von zivilem Widerstand. Also von allen, die aus Iran berichten, seien es jetzt ausländische Reporter oder eben Bekannte, die man hat in Iran, die sagen, alle Frauen ziehen das Kopftuch deutlich weniger an. Und das betrifft nicht nur Nord-Teheran, sondern auch die entlegenen Landesteile. Und das zum Teil auch wirklich als Zeichen des Protests. Nicht nur, weil sie einfach keine Lust haben auf das Kopftuch, sondern um zu zeigen, für euch bedeutet das Kopftuch alles und genau deswegen aus symbolhaften Gründen ziehen wir es nicht mehr länger an. Und es ist eigentlich ziemlich klar, dass dieser Widerstand durch die Repression zwar gebrochen ist, aber jederzeit wieder aufflammen kann. Denn die Umfragewerte, das sind zum Teil Zahlen, die das iranische Regime selber feststellt. Und da wir ziemlich gute Hackergruppen haben, im Ausland werden diese Berichte permanent geleakt. Die Anti-Haltung gegenüber dem Regime, die hat sich ja nicht verändert. Im Gegenteil, die wird eigentlich von Tag zu Tag stärker. Da Sie es gerade erwähnt haben, nicht nur in Nord-Teheran, wie sieht es denn aus? Ich meine, man findet das ja oft große Unterschiede zwischen der inneren, ich nenne es mal innere Einstellung, der Stadtbevölkerung gegenüber der Landbevölkerung. Gibt es dort auch dieses Gefälle im Iran oder ist das eher dabei, sich aufzulösen? Das wird sehr häufig als Gegenargument angewandt, weil man ja auch die Berichte, die kommen, da denkt man immer, ja, das ist ja diese Oberschicht in Nord-Teheran oder von mir aus noch in Isfahan oder so. Aber auf der anderen Seite ist ein Iran ein Land, in dem 70% der Menschen in Städten leben. Mhm. Das ist nicht ganz so, wie wir uns das vorstellen. Es ist nun mal ein Land mit wahnsinnig viel Wüste und die Verstädterung ist sehr, sehr stark in diesem Land. Und hinzu kommt ja auch, dass die nachhaltigsten Proteste, die bis heute andauern, die kommen aus der Provinz. Also was wir am wenigsten uns anschauen, sind die Proteste in der Provinz Sistan-Baluchistan im Osten des Landes. Also das ist nun das, wo man sagen könnte, das ist eben das absolute Gegenteil von Teheraner Oberschicht. Aber auch da sind die Menschen ja zu Hunderten und Tausenden auf die Straßen gegangen. Und da hat sich der Widerstand am längsten gehalten. Und Kurdistan, wo die Menschen auch in großen, großen Mengen auf die Straßen gegangen sind, das würde man ja auch klassisch als Landbevölkerung bezeichnen. Aber auch da gibt es einfach genug Unmut und genug Widerstand gegen das Regime nach wie vor. Insofern würde ich nicht denken, dass es da so eine klassische Unterscheidung gibt zwischen einer abgehobenen Stadtbevölkerung und einer Landbevölkerung, die eher traditionell oder konservativ ist. Denn auch gerade aus diesen konservativen Kreisen kommt extrem viel Kritik an der Regierung, weil das dann nun auch wieder genau die Landesteile sind, die am stärksten vernachlässigt werden von der Zentralregierung und die am stärksten benachteiligt sind. Verstehe. Also ich bin tatsächlich, was den Iran angeht, relativ blank, weil das ist einer der wenigen Länder im Middle East, in denen ich noch nicht war. Ich war in allen möglichen anderen, aber dort nicht. Hat sich nie ergeben. Boah, kann sich ändern. Es ist ein wunderschönes Land. Ja, ich hörte davon, aber irgendwie hatte ich da nie eine Gelegenheit hinzufahren. Ich weiß gar nicht, warum. Es ist wirklich eine Reise wert. Und es gab Jahre, ist noch gar nicht so lange her, da war das bei Studiosus das Land, wo die meisten Menschen hingefahren sind. Zum einen wegen der kulturellen Güter, aber auch, weil sie sagten, es ist eine so offene und aufgeschlossene Gesellschaft. Und man wird so nett empfangen als westlicher Reisender in diesem Land, dass es dass es wirklich, wirklich gut ist. Wir sind immer noch ein bisschen zu stark dabei, die Regierung nicht von der Gesellschaft zu unterscheiden. Und die Gesellschaft tickt wirklich völlig anders als das, was wir dann immer mit diesen Kalaschnikow-schwenkenden, Allahu Akbar schreienden Massen, die ab und zu mal durch Teheran marschieren, assoziieren. Sie bezeichnen den Iran als den säkularsten Staat im Mittleren Osten. Von der Berichterstattung, von dem, was ich so außen sehe, als wie gesagt noch niemals im Iran gewesener Mensch, würde ich auf die Idee nicht gekommen sein. Vielleicht erklären Sie uns kurz, was Sie damit meinen.
Nun, ich meinte damit verschiedene Stränge, wo ich Säkularismus sehe. Das betrifft zum einen die Gesellschaft. Und das ist etwas, was eigentlich schon relativ lange gut erforscht ist. Schon vor 25 Jahren hat Asif Bayat, ein Soziologe, gesagt, Iran ist die erste postislamistische Gesellschaft. Islamismus wird ja gemeinhin definiert als das Zusammengehen von Staat und Religion, also sprich die Ableitung einer Ideologie aus dem Islam. Mhm. Und in Iran ist dann dabei das iranisch-theokratische Staatssystem herausgekommen. Und die Menschen haben sich aber in den letzten, ja vor allem 30 Jahren, das ist dann fällt dann so ungefähr zusammen mit dem Tod von Ayatollah Khomeini, immer mehr von diesem System abgewandt. Und der so da, wo der Islamismus angetreten ist, mit der Losung, der Islam ist die Lösung, al-Islam hu al-Hal, das ist so die klassische Losung des Islamismus. Da sagen die Menschen in Iran inzwischen, der Islam ist nicht die Lösung, sondern er ist tatsächlich Teil des Problems. Mhm. Und dieses von dieser, das ist eben zum einen mal die Abkehrung vom islamistischen System, das man nicht mehr haben will. Denn wenn es nur Repression bringt, wenn es nur Unterdrückung bringt, Korruption bringt und eben auch nicht mal in der Lage ist, einen Staat vernünftig zu führen, was bringt dann Islamismus? Also das war so die Idee, warum Iran, was die Gesellschaft anbelangt, ein postislamistischer Staat ist. Das gibt sogar die Regierung relativ offen zu. Also auch von Regierungsseite gibt es seit den 90er Jahren Umfragen, die besagen, dass der Großteil der iranischen Bevölkerung für eine neuerliche Trennung von Staat und Religion ist. Also das ist der eine Säkularismus-Aspekt, den ich da entdeckt habe. Und der andere Strang betrifft die Politik der Islamischen Republik selber. Also man selber hat sich in den vergangenen Jahrzehnten ja mehr und mehr von einer islamischen Fundierung oder einer islamischen Ideologie verabschiedet. Weil immer da, wo sie nicht in den Kram passte, hat man sie einfach nicht mehr weiter beachtet. Es gibt ein paar ganz berühmte Beispiele dafür, die schon fast lustig anmuten. Zum Beispiel ist es ja im Islam verboten, Fische ohne Schuppen zu essen. Nun hat Iran aber eine sehr, sehr ausgeprägte, sehr gute Kaviarproduktion. Also der Beluga-Kaviar vom Kaspischen Meer, der kommt ja teilweise aus Iran. Mhm. Und nach der Revolution hat man dann diese Kaviarproduktion eingestellt mit dem Argument, es sei eben im Islam verboten. Das ginge nicht. Da es aber ja kostspielig wurde und da man ein wertvolles Exportgut zu verlieren drohte, hat man dann irgendwann ein Forscherteam ans Kaspische Meer geschickt und hat Schuppen gefunden beim Stör. Also so pragmatisch kann man solche Dinge dann lösen, dann hat der Stör halt eben doch Schuppen. Und was es aber dann wirklich auf Staatsebene noch viel expliziter gemacht hat, war eine Fatwa von Ayatollah Khomeini, also ein Rechtsgutachten von Ayatollah Khomeini, das er kurz vor seinem Tode herausgegeben hat, als er festgestellt hat, dass bestimmte islamische Vorgaben wirklich hinderlich sind, wenn man einen modernen Staat führen möchte. Zum Beispiel das Zinsverbot. Es ist ja im Islam auch verboten, Zinsen zu nehmen. Mhm. Aber wie führen Sie einen modernen Staat, wenn Sie keine Zinsen nehmen? Damit bricht das ganze Bankensystem zusammen. Und dann daraufhin hat Ayatollah Khomeini dann gesagt, wenn es dem Wohle der islamischen Gemeinschaft dient, und damit ist in diesem Fall der iranische Nationalstaat gemeint, dann kann man zum Wohle des Nationalstaates auch islamische Gesetze aussetzen, bis hin dazu, dass man das Fastengebot nicht mehr einhalten muss und Moscheen zertrümmern darf. Also damit hat er es dann nochmal ganz für alle erklärt, was man alles aussetzen darf, wenn es dem Nationalstaat dient. Und damit hat sich quasi auch von Staats wegen das System komplett säkularisiert, weil es gar nicht mehr um Islam gehen muss. Also immer wenn Islam irgendwie stört, dann lassen wir das halt einfach mit dem Islam. Das hat er damit gesagt. Und das sind Dinge, die sehen Sie im Großen, in der Gesetzgebung. Immer wenn es wenn es wirklich wirtschaftlich nicht sinnvoll ist, ein islamisches Gebot zu beachten, dann wird das kurzerhand ausgesetzt.
Da, wo es dem herrschenden Patriarchat dient, nämlich bei Frauenrechten, da heißt, da wird dann das islamische Recht immer oder die islamische Vorgabe immer sehr, sehr stark hochgehalten. Aber insofern hat sich dieses System einfach selber vollkommen ad absurdum geführt. Und auch das meinte ich dann mit dem Satz, das ist der säkularste Staat im Nahen Osten. Aus Abgesehen von Israel wahrscheinlich. Ja, gut. Ja, da muss man kann man kaum dazu zählen an der Stelle. Ja, das haben Sie schon recht. Ne? Aber es ging mir tatsächlich vor allem um die Einstellung auch der Bevölkerung zum Thema Einheit von Religion und Staat, die vollkommen hinterfragt und abgelehnt wird. Also vieles davon kommt mir sehr vor, wie wir essen Fisch in der Fastenzeit. Ja, also das kommt mir sehr bekannt vor alles. Und Bier, weil wir auch das eingeführt wurde, damit man eben auch was Nahrhaftes zu sich nehmen konnte in der Fastenzeit und so weiter und so fort. Also der Zweck heiligt die Mittel. Also geht es letztendlich, das schreiben Sie ja auch recht unverblümt, es geht letztendlich nur um Macht, Machterhalt. Es geht letztendlich nur um Macht, genau. Und das Ganze hat dann natürlich auch noch einen Schritt weitergeführt, nämlich dass sich die Menschen nicht nur von diesem islamistischen System abgewandt haben, sondern eben auch von der Religion an sich. Also das war damals der eigentliche Grund, warum ich dieses Buch schreiben wollte und warum ich den Titel gewählt habe, Iran ohne Islam, der natürlich relativ provokant ist und man fragt sich dann schon, was kann jetzt damit gemeint sein? Sind das jetzt auf einmal alles keine Muslime mehr? Und es ist tatsächlich so, dass Umfragen von vor 3 Jahren gezeigt haben, das ist eine relativ gute Umfrage, die auch von den Niederlanden aus gemacht wird mit dem Schneeballsystem in Iran, womit sie sehr viele unterschiedliche Menschen erreichen. Und da kam dann bei raus, dass sich überhaupt nur noch 30% der Befragten als Muslime bezeichnen. Da fragt man sich natürlich, wie kann das sein? Man kann sich ja vom islamistischen System abwenden und muss deswegen nicht gleich sagen, ich bin kein Moslem mehr. Aber es ist andererseits auch wieder sehr nachvollziehbar, weil wenn einem alles im Namen des Islams verboten wird oder im Namen des Islams geboten wird, zum Beispiel die Haarlocke, die aus dem Kopftuch rauslugt, das darf man nicht, weil es nicht islamisch ist. Händchen halten auf der Straße darf man nicht, weil es nicht islamisch ist. Seinen Freund küssen oder tanzen auf der Straße darf man nicht, weil es nicht islamisch ist. Und man wird aber dann, vor allem natürlich als Frau, aber auch als Angehörige einer religiösen Minderheit im Namen des Islams unterdrückt, dann kommt man natürlich relativ schnell auf die Idee zu sagen, also wenn das Islam ist, dann doch lieber kein Islam. Auch diese Entwicklung konnte man sehr, sehr stark beobachten in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Also dass die Menschen wirklich das islamistische System, das sich ja nun mal geriert als, das sagen ja die Machthaber, wir sind hier der reine mohammedanische Islam, und dann sagen die Menschen, na gut, wenn das der reine mohammedanische Islam ist, dann doch besser nicht. Ja, und kam man dann dazu, eher zu sagen, also unsere eigene iranische Identität ist ja sowieso nicht die islamische, sondern in vorislamischer Zeit waren wir Zoroastrier. Vielleicht sollten wir uns diese Religion mal wieder ein bisschen genauer angucken und uns der zuwenden. Das kam immer mehr und immer stärker in den letzten Jahren. Gibt es denn da auch Trends dazu, dass das wirklich so passiert? Naja, also dieser Umfrage zufolge schon. Also der Umfrage zufolge wären um die 6,5 Millionen von 85 Millionen Iraner und Iranerinnen Zoroastrier. Die haben gesagt, ich sehe mich eher als Zoroastrier. Das ist eine ziemlich große Zahl, weil offiziell nur 10.000 Zoroastrier in Iran. Ja, wollte ich doch sagen. Es gibt dann offiziell nur wenig. Genau. Ne? Ich würde auch nicht denken, dass die Menschen jetzt wirklich aktiv zum Zoroastrismus konvertieren. Aber es ist eher eine politische Äußerung als eine religiöse Äußerung. Es geht eher darum zu sagen, das waren ja die Araber, die uns den Islam gebracht haben, die uns dementsprechend das islamische System gebracht haben. Und als Gegenbewegung konzentrieren wir uns jetzt auf das, was wirklich uriranische Identität ist. Und diese uriranische Identität ist halt die zoroastrische. Und das ist nicht so ein abstrakter Begriff im Persischen, wie sich das jetzt hier im Deutschen anhört, sondern der Zoroastrismus hat tatsächlich ziemlich viel Sitz im Leben, wie Religionswissenschaftler das immer so schön formulieren. Es gibt bestimmte Feste und Riten, die nach wie vor, obwohl sie zoroastrisch, vorislamisch und dementsprechend eigentlich heidnisch sind, im Alltag der Menschen in Iran einen weitaus größeren
Raum einnehmen als islamische Feste. Also das iranische Neujahrsfest beispielsweise am 20. und 21. März, dem Tag der Tag- und Nachtgleiche. Das ist ein zoroastrisches Fest und das wird von jedem Iraner gefeiert. Also so religiös kann man gar nicht sein, dass man auf die Idee käme, dieses heidnische Fest nicht zu feiern. Es wird von den Menschen in der Diaspora gefeiert und in jedem iranischen Haushalt, würde ich Stein und Bein drauf schwören, steht dieser zoroastrische, aus dem Zoroastrismus kommende Gabentisch, der eigentlich aus der streng muslimischen Perspektive betrachtet vollkommen heidnisch ist. Da stehen drauf rum, da würden den Wahhabiten an sich die Augen ausfallen. Aber das meine ich eben mit Sitz im Leben und wo Iraner nochmal eine ganz andere Identität haben als andere Muslime. Wobei das Fest im Übrigen nicht nur von Iranern gefeiert wird, sondern auch von Afghanen und Tadschiken und Kurden. Einfach, das ist eine vorislamische Tradition, die immer geschleppt wurde über all die Jahrhunderte und Jahrtausende. Seit 634 sukzessive islamisiert worden. Und dieses Fest, dieser Ritus stammt aus der Zeit davor, aber der ist nie ausgestorben. Der ist nie nicht da gewesen, sondern wirklich Kern iranischer Identität. Sie haben auch darüber geschrieben, dass die Sanktionen, die jetzt auch schon lange den Iran treffen, eigentlich letztendlich sehr, sehr hinderlich sind, obwohl man eigentlich genau das Gegenteil will, nämlich man will den Iran ja zwingen oder die Machthaber zwingen, mehr Öffnung zuzulassen zum Beispiel oder bestimmte Dinge zu unterlassen. Wie können Sie uns das noch nahe bringen? Was machen die Sanktionen eigentlich mit dem Iran? Ja, das große Problem der Sanktionen ist, dass sie Schmuggelwirtschaft ermöglichen. Es ist ja nicht so, als gäbe es nicht trotzdem alles zu kaufen in Iran. Aber diejenigen, die diese Schmuggelwirtschaft dann kontrollieren, sind genau die, die wir am stärksten schädigen möchten, nämlich die Revolutionsgarden. Die Revolutionsgarden sind uns im Westen ja bekannt als eine starke Militärmacht, als eine militärische Macht sowohl im Innern, aber natürlich auch im Außen. Es sind die Revolutionsgarden, die Hisbollah ausbilden und die mit der Hamas kooperieren und den IS im Irak bekämpfen. Das ist eine Parallelarmee quasi. Aber neben dieser Armeefunktion sind sie vor allem eine Wirtschaftsmacht. Sie kontrollieren 80% der iranischen Wirtschaft. Ihnen gehört eine eigene Fluglinie, eine eigene Pepsi-Cola-Marke. Es ist eine eigene Bahnlinie. Es gibt kaum Wirtschaftszweige, die nicht mit ihr verwoben sind. Und das sind diejenigen, die immer noch Mittel und Wege finden für den Schmuggel und die durch eine solche Schmuggelwirtschaft dann immer noch reicher und mächtiger geworden sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Also insofern haben wir durch die Sanktionspolitik natürlich auch das Regime getroffen. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Und man kann natürlich auch argumentieren, dass es unter Rouhani durchaus eben Kräfte gab, die sagten, wir müssen, weil es die Sanktionen gibt, müssen wir zu einem Atomabkommen kommen. Aber gerade dieses Atomabkommen, was dann die Schmuggelwirtschaft verhindert hat, hat dann dazu geführt, dass die Revolutionsgarden das Atomabkommen torpediert haben. Die wollten das in keinster Weise. Die waren mit der Sanktionspolitik und ihrer Schmuggelwirtschaft sehr zufrieden, weil es sie reich gemacht hat. Also dann haben wir dann bottomline eben doch die Falschen getroffen mit der Sanktionspolitik. Und es ist dann eben die Frage, Sanktionspolitik ist ein sehr allgemeiner Begriff. Man kann natürlich auch wirklich kluge und strategische Sanktionspolitik machen, um dann versuchen, wirklich genau die zu treffen, die es treffen sollte. Da bin ich nun aber auch ehrlich gesagt überfragt, weil ich keine Sanktionspolitik-Wissenschaftlerin bin, um dann genau zu wissen, wie stellt man das politisch an, dass man nicht genau die stärkt, die man nicht stärken will und nicht genau die trifft, die man nicht treffen will. Das ist in der Vergangenheit aber eben unterm Strich nicht gut genug gelaufen. Denn die Revolutionsgarden haben tatsächlich immer noch genug Finanzmittel und genug Machtmittel und der iranische Staat ja eben auch, um diese ganzen Terrororganisationen im Ausland zu finanzieren und um sich selber in Iran eine solche Unterdrückungsmaschinerie aufzubauen, dass sie die Bevölkerung knechten und knuten können. Verstehe, ja. Sie haben auch gegen Ende des Buches noch ein spezielles Kapitel über Corona im Iran
geschrieben. Vielleicht können Sie uns dazu noch ein bisschen was sagen. Ja, der Corona-Ausbruch im Iran war ja relativ früh. Und auch da hat sich mal wieder gezeigt, dass die Regierung ja für alles Übel den Westen verantwortlich macht und ansonsten den Kopf in den Sand steckt und sich dem Problem nicht stellt. Es war zum Teil überragend lächerlich, was man als Gegenmaßnahmen vorgeschlagen hat. Die Einnahme von Veilchenöl oder einfach wegbeten. Und man hat ganz wichtige Dinge unterlassen. Zum Beispiel hätte man Pilgerstätten ganz früh schon schließen müssen, weil das natürlich ein Wahnsinnsherd ist für Corona-Spread. Alles nicht gemacht, weil man die Gefahr ignoriert hat. Und dementsprechend war Iran eines der Länder, das sehr, sehr stark getroffen worden ist von Corona. Das hat für die Bevölkerung mal wieder die Unfähigkeit der Regierung unter Beweis gestellt und ihr nochmal gezeigt, dass es dieser Regierung nicht um die Bevölkerung geht, dass der Regierung vollkommen egal ist, was mit der Bevölkerung passiert. Und insofern hat auch die Corona-Krise nochmal stark zur Entfremdung dieser Bevölkerung von ihrem Regime beigetragen. Also es gibt, es gibt so einige Nägel, die sich diese Regierung in den Sarg gehauen hat. Und Corona war einer davon. Genauso wie die Missachtung von Frauenrechten oder die Missachtung der Rechte der ethnischen Minderheiten. Das sind alles so, ja, Sargnägel, die sie sich selber gehauen haben. Und wo die Frage ist, wie es damit weitergeht. Mich würde noch mal interessieren, was praktisch was mit Ihnen und sozusagen dem Iran zu tun hat. Ihre Bücher treten ja nun auch dafür ein, auch wissenschaftlich, was die Frauenrechte bzw. die Unterdrückung der Frauen noch angeht, unter anderem. Wie ist das Echo aus dem Iran? Gibt es dort einen? Wie sind Ihre Thesen bekannt? Oder ich kann es gar nicht richtig formulieren, aber wie ist die Beziehung von Ihnen zum Iran in Bezug auf diese Thematik? Nun, ich habe einige Doktoranden aus Iran und bekomme auch häufig Anschriften. Insofern ist wohl durchaus bekannt, dass ich Islamwissenschaftlerin und Iranistin bin. Und die Studierenden kommen dann gerne nach Deutschland und wissen durchaus auch ein bisschen Bescheid. Aber das bezieht sich dann tatsächlich auch eher auf die wissenschaftlicheren Artikel und wirklich auch etwas deutlich drögere wissenschaftliche Artikel, die ich schreibe zu verschiedenen Themen. In dem Sinne, wird es da einen bestimmten Bekanntheitsgrad geben, aber ich versuche selber nicht politisch zu bekannt zu werden in Iran. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der iranische Geheimdienst meine Bücher bereits übersetzt hat und dass denen ziemlich klar ist, was ich alles so schreibe. Aber ich versuche ich gebe zum Beispiel bewusst iranischen Auslandssendern, die in Iran ja auch empfangen werden, keine Interviews, weil mir immer mal gesagt wurde, dass das dann etwas ist, wo die Iraner sehr empfindlich reagieren, weil sie dann das Gefühl haben, man hat auch eine größere Ausstrahlung nach Iran. Und das, also inzwischen könnte ich wahrscheinlich auch das machen, weil ich sowieso nicht mehr nach Iran fahre. Aber das wäre dann der Punkt gewesen, den habe ich mir in der Vergangenheit immer abgeschminkt, weil ich eben noch nach Iran fahren wollte und die Gefahr dann irgendwo auch ein bisschen mindern wollte. Und ich bin ja keine politische Aktivistin. Insofern ist natürlich dem Regime klar, was ich hier im Radio sage oder was ich schreibe. Aber das hat in dem Sinne, da es nicht auf Persisch stattfindet, natürlich auf Iraner und Iran keine große Auswirkung. Aber das ist ja auch nicht mein Ziel. Mein Ziel ist ja eher, iranische Politik in Deutschland zu erklären, zu beschreiben. Das ist gar nicht mein Publikum, also weder wissenschaftlich gesehen großartig, zumal ich da ja auch dann Eule nach Athen tragen würde. Also ich muss ja keinem Iraner den Philosophen Abdulkadim Suruj vorstellen. Die können sich die Bücher selber kaufen und selber lesen. Da brauchen die nicht meine englischen Artikel zu dem Thema für. Und insofern ist mein Wirkungsbereich ist dann der deutschsprachige beziehungsweise englischsprachige, wo ich mich entweder wissenschaftlich oder eher populärwissenschaftlich mit der Vorstellung und der Bearbeitung von Iran und iranischen Themen beschäftige.
Verstehe, ja, das ist auch gut nachzuvollziehen. Wie stellen Sie sich eine Zukunft des Iran, ich sage jetzt mal nach den Mullahs vor, wenn es jemals dazu kommen wird? Ja, Glaskugeln sind gerade ausverkauft, ne? Ja, ich habe Ja. auch keine hier, deswegen frage Ja. ich Sie. Ach, das ist wirklich wahnsinnig schwer zu Das. sagen. Ich werde immer wieder gefragt, wie kann es denn sein, Frau Amirpour, wenn Sie behaupten, 90% der iranischen Bevölkerung sind gegen dieses Regime, dass sich dieses Regime immer noch halten kann? Und ich antworte darauf immer, also wenn es 10% gibt, die zum einen hochgerüstet sind und zum anderen, wenn sie nicht Genau. hochgerüstet sind, dann aber wirtschaftlich irgendwie abhängig sind von diesen hochgerüsteten Revolutionsgarden, dann können solche 10%, 90% auch noch relativ lange unterdrücken. Und wenn sie wirklich nichts scheuen, denen ist ja nichts heilig. Da wird ja wirklich in die Menge geschossen und Menschen aufgehangen und da gibt es ja wirklich keinerlei, ja, nichts, was sie zurückhält, um ihren Machterhalt zu sichern. Zumal diese 10% ja auch ganz genau wissen, wenn sie denn irgendwann fallen, dann Geht's werden sie die Macht, an den ja, dann Hals. geht sie an den Kragen. Dann Dann werden sind sie sie die die Macht hängen, ist einer sogar. Bevölkerung zu spüren bekommen, die sie so viele Jahrzehnte unterdrückt haben. Das heißt, die kämpfen auch noch ziemlich lange mit dem Rücken an der Wand. Und insofern ist das sehr, sehr schwer zu sagen. Das sind die Dinge, die mich dann eher pessimistisch stimmen. Was mich hochgradig optimistisch stimmt, ist, dass wir es in Iran mit einer Bevölkerung zu tun haben, die sehr gut ausgebildet ist. Wir haben eine Alphabetisierungsrate in Iran von 98%. Hey, ist ja fast mehr als bei Ja, das uns, ist oder? wirklich, das ist eine, und Menschen, die sich mit den Themen Rechtsstaatlichkeit und Demokratie auseinandersetzen und begeisterte Anhänger dieser Idee sind, was ja irgendwie auch wieder logisch ist. Da bin ich fast wieder bei dem, was ich eingangs irgendwann mal gesagt habe, dass Iraner mich immer fragen, wieso könnt ihr das nicht ein bisschen mehr wertschätzen, was ihr in Ja, Deutschland ja. habt? Die haben es eben nicht, aber sie haben sich als Gegenprogramm zu dem, mit dem sie konfrontiert sind von Staats wegen, damit sehr, sehr stark auseinandergesetzt und wissen, was das bedeutet und was das eigentlich für eine gute Idee ist, Demokratie zu haben. Es gibt dieses berühmte Interview von Jürgen Habermas, der 2002, glaube ich, in Iran war und der dann im Anschluss sagte, weil es sind, der war in der Uni Teheran, hat dort einen Vortrag gehalten und dieser Vortrag musste in noch viele weitere Hörsäle übertragen werden, weil da so viele Menschen hingekommen sind. Und dann hat er irgendwann gesagt, ich glaube, ich bin im einzigen Land der Erde gelandet, wo meine Bücher gelesen werden. Also die Menschen wissen solche Sachen. Die haben wirklich eine Idee von Frankfurter Schule. Ein Kollege von mir von der Uni Köln war vor ein paar Jahren an der Uni Teheran und hat dort im Bereich Germanistik mit den Leuten diskutiert und hat gesagt, das ist unglaublich, was die alles wissen und was die alles können. Und wenn ich denen sage, lest bis nächste Woche 200 Seiten, dann haben die die gelesen. Wenn ich meinen Studenten sage, lest bis nächste Woche 10 Seiten, dann sagen die auch, nee, Frau Mivo, ja, das ist ein bisschen viel. Und das ist wirklich Ja, ja, eine ja, ja. anderer Durst nach diesem Wissen und nach diesen Ideen. Und eben all das im Zusammenhang mit, wir können so nicht weitermachen, so kann das nicht gehen. Es muss was anderes her. Das sind dann wiederum die Dinge, die mich sehr, sehr optimistisch stimmen lassen. Und ich habe ja eben angesprochen, wie stark Frauen im Rechtssystem unterdrückt sind. Aber auf der anderen Seite sind sie eben gesellschaftlich wahnsinnig aktiv. Wir haben an iranischen Universitäten einen Professorinnenanteil von einem Drittel. Mehr haben wir in Deutschland auch nicht. Oh, das Ja, ist wir haben eine erstaunlich. Ja, hätte ich nicht Scheidungsrate im Iran gedacht. von einem Drittel. Das ist die gleiche Scheidungsrate, wie wir in Deutschland haben. Und die ist Ausdruck in diesem Falle wirklich davon, dass die Frauen ein größeres Selbstbewusstsein haben und nicht mehr alles mit sich machen lassen. Und dass sie trotzdem, obwohl es so schwierig ist, Mittel und Wege finden, in Iran sich scheiden zu lassen und zu sagen, nee, also ich lasse mir nicht mehr von dir diktieren, ob ich jetzt arbeiten gehen darf oder ob ich studieren gehen darf oder was, wie genau mein Leben laufen soll. Diese Form von Bildung und Selbstbewusstsein, Wut und Frust, das sind schon alles auch Komponenten, wo man sich denkt, da kann wirklich was kommen. Und die Leute haben wirklich eine Idee davon, was das Gegenteil von dem, was sie haben, sein könnte. Es gibt in Iran einen sehr berühmten Spruch, der sagt immer, sagt, das ganze Land ist ein Gefängnis, aber das Evin-Gefängnis ist eine Universität.
Also in diesem Gefängnis sitzt eben auch die Men and Women Power, die ein solches gutes demokratisches System etablieren könnten. Es wird zwar seit Jahren und Jahrzehnten über die Islamische Republik mit den Füßen abgestimmt. Also 200.000 Iraner verlassen dieses Land jährlich. Und das sind natürlich die jährlich Hochgebildeten. Aber es bleiben immer noch genug übrig. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass die Friedensnobelpreisträgerin des letzten Jahres zum zweiten Mal eine iranische Frau war. Und diese Leute, die sich so stark einsetzen für Menschenrechte und für Demokratie, die sind ja da. Also es ist nicht so, als würden wir da in einem luftleeren Raum agieren und A, weiß keiner, was Menschenrechte sind und B, weiß keiner, wie man das am besten in Politik umsetzt. Das wären, glaube ich, die Komponenten, wo ich mir denke, da kann schon wirklich was Gutes draus werden. Ja, das hört sich also auf jeden Fall so an. Was wünschen Sie dem Iran? Was wünschen Sie dem Iran? Ich wünsche dem Iran ein demokratisches System. Das ist ein schöner Wunsch, ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute sprach ich mit Katayoun Amirpour über ihr Buch Iran ohne Islam, der Aufstand gegen den Gottesstaat. Danke an die Autorin für ihr Buch. Ich kann es nur empfehlen. Alles an ihm ist eindrucksvoll. Das Thema ist sehr wichtig, die Sprache klar und deutlich, die Perspektiven von außen und von innen und die Fakten nachvollziehbar, die sie vor uns ausbreitet. Sie geben uns ein Buch, das, obwohl vieles an ihm unglaublich, unverständlich, erstaunlich erscheint, man trotzdem nicht aus der Hand geben mag, bevor es ausgelesen ist. Gut, dass die Autorin offene und klare Worte für die Situation, die Realitäten und Unverträglichkeiten zu unserem europäischen Empfinden für die Menschen findet, die unter diesem Regime leben. Wir haben nun klare Ahnung, was es bedeutet, Iranerin im Iran zu sein, aber gleichzeitig zu wissen, wie es Frauen und überhaupt Menschen in anderen Teilen der Welt gehen kann, wo Freiheit und Demokratie herrschen oder zumindest angestrebt werden. Niemand sollte wegsehen, nirgendwo. Ich bedanke mich sehr für Ihr Buch, Ihre Ausführungen und für unser Gespräch. Hören heißt dabei sein. Ich bin Uwe Kulnig und Sie hörten die 164. Folge der Sendung Hörbahn on Stage. Mein Gast heute war Katayoun Amirpour. Herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Ich danke Ihnen, Herr Kulnig. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, radio.de und viele andere mehr.